Herzchen und begrüße ganz herzlich Frau Professor Dr. Gesche Joost. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Sie halten jetzt gleich die erste Keynote des Tages und dann möchte ich Sie gleich ja mal kurz vorstellen. Und zwar hören Sie nicht zum ersten Mal Diplomatin aus Neuland. So hat die Zeit Sie kürzlich betitelt und Sie sind Professorin für Designforschung an der Universität der Künste Berlin. Das heißt, Sie sind in erster Linie, Sie kommen aus der Grafik, sind in erster Linie Wissenschaftlerin. Sie sind auch geschäftsführende Direktorin des Instituts für Produkt- und Prozessgestaltung und Sie sind Leiterin des Design Research Lab. Außerdem sind Sie Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Designtheorie und Forschung e.V. und Mitglied des Vorstands der Technologiestiftung in Berlin. Sie haben auch zahlreiche Auszeichnungen. 2006 wurden Sie als einer der 100 Köpfe von morgen im Rahmen der Initiative der Bundesregierung Deutschland Land der Ideen ausgezeichnet. 2009 erhielten Sie dann den Nachwuchswissenschaftspreis des regierenden Bürgermeisters von Berlin. Und seit März diesen Jahres sind Sie jetzt, ja, Digital Champion. Das heißt, Sie sind die Internetbotschafterin der Bundesregierung im Europaparlament in Brüssel. Frau Joost, ich freue mich sehr, dass Sie jetzt hier sind und übergebe Ihnen das Wort. Ja. Schön. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich war am Montag auf der EKD-Synode eingeladen zum Thema digitale Gesellschaft und das war sehr spannend, da sprechen zu dürfen. Und da wurde ich vorgestellt als Internetbotschafterin, dass ich das schon als seit 1914 sein würde. Das fand ich doch ganz interessant, weil einerseits dann wäre ich ziemlich visionär gewesen, 1914 schon als Internetbotschafterin und dann hätte ich mich auch ziemlich gut gehalten. Aber das war nur ein Versprecher insofern. Aber man sieht, dass das Thema digitale Gesellschaft eben auch zum Beispiel in der Kirche sehr stark angekommen ist und dass so eine Diskussion, wie sie hier geführt wird zum Thema Verantwortung und vielleicht auch, was sind verbindende Werte in einer digitalen Gesellschaft, dass dieses Thema sehr, sehr wichtig ist. Und ich begrüße es wirklich sehr, dass das Thema hier diskutiert wird, auch in all den Facetten. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie mich eingeladen haben. Vorab gleich, um Sie vorzuwarnen, Antworten habe ich nicht, sondern ich habe Ihnen ganz viele Fragen mitgebracht, weil ich glaube, wir haben es im Moment eher mit einem offenen Feld zu tun, der Fragen und der Diskurse, die wir führen müssen, als dass wir ganz klare Antworten auf viele der Fragen haben könnten. Ich fange mal an mit dem, wie ich groß geworden bin. Ich bin, wie in der netten Vorstellung schon zu hören war, selbst von Hause aus Designerin und habe in den 90er Jahren Design studiert und habe eigentlich, finde ich, live miterlebt, wie das Internet groß geworden ist. Und das Tolle damals war, mit was für einer Euphorie viele junge Menschen damals das Internet gefeiert haben. Und zwar nicht nur in der praktischen Anwendung, sondern auch viele Theoretikerinnen und Theoretiker haben das Internet gefeiert als einen neuen, dezentralen, gesellschaftspolitischen Raum. Und da ging es zum Beispiel darum, ich erinnere mich noch an die Gender-Theoretikerin Sherry Turkle, die das Internet gefeiert hat, auch als einen körperlosen Raum, wo es eigentlich darum ging, dass man, weil man eben sich digital vermitteln kann, sich im Virtuellen bewegen kann, vielleicht eben nicht so stark mehr Stigmatisierungen ausgesetzt sein muss aufgrund von Geschlecht oder aufgrund von Hautfarbe, aufgrund vielleicht von körperlichen Behinderungen, sondern dass man sich da quasi neu erfinden könnte. Gleichzeitig gab es viele Stimmen, die auch sagten, man kann eben politisch, gesellschaftspolitisch sich Gehör verschaffen. Es wird eben ein ganz neuer, dezentraler, internationaler Raum. Und damit bin ich wirklich groß geworden mit dieser Euphorie. Und es war damals auch schon klar, dass wir natürlich alle programmieren können mussten und uns einfach hingesetzt haben, ohne Vorwissen und einfach irgendwelche Websites geschraubt haben, wie man das so machte in den 90ern. Und da kam eigentlich kaum die Frage je nach der Verantwortung und den Playern oder wer sind eigentlich die Akteure im Netz, weil es eben so eine Grassroots-Bewegung war, weil sich das eben so dezentral entwickelt hat. Und deswegen habe ich, wie man es ja so schön macht, erstmal auf Wikipedia geguckt, was heißt denn eigentlich Verantwortung? Und das ist meine einzige Folie, wo so viel Text draufsteht. Also Sie brauchen keine Angst zu haben. Aber ich fand das ganz interessant, da mal reinzuschauen. Also der Begriff der Verantwortung bezeichnet die Zuschreibung einer Pflicht zu einer handelnden Person, Subjekt, gegenüber einer anderen Person, Objekt, aufgrund eines normativen Anspruchs, der durch eine Instanz eingefordert werden kann. Das ist ja schon mal ganz interessant, ne? Wer ist denn da eigentlich Subjekt im Netz? Wer ist Objekt? Was ist der normative Anspruch dahinter? Und wer ist eigentlich diese Instanz, die da Recht einfordern kann und die Verantwortlichkeiten bestimmen kann?
Als zweites, Handlungen und ihre Folgen können für den Verantwortlichen zu Konsequenzen führen, wie Lob und Tadel, Belohnung, Bestrafung oder Forderung nach Ersatzleistung. Im ganzen NSA-Skandal haben wir uns ja alle gefragt, ne, was sind denn eigentlich die Konsequenzen aus den Handlungen, wer sind da die Verantwortlichen, was sind Grenzziehungen und bei wem können wir diese Konsequenzen eigentlich einfordern. Das Dritte, die der Verantwortung zugrunde liegenden gesellschaftlichen Normen können einen rechtlichen, religiösen, weltanschaulichen oder moralischen Ursprung haben. Das heißt, es geht nicht nur um eine juristische Fragestellung im Netz, ne, welches Recht gilt eigentlich in einem supranationalen Raum, also ne, wo Ländergrenzen eben nicht mehr die eigentlichen Dominanten sind, sondern auch, was sind eigentlich moralische Grenzziehungen, zum Beispiel, das werde ich nachher auch noch zeigen, bei der Nutzung von Big Data, gelten die moralischen, vielleicht eben zwischenmenschlichen Kodizes, die wir so im Alltagsumgang miteinander haben, gelten die im Recht eigentlich, im Netz eigentlich noch? Also haben wir da so ein Rechtsempfinden und ein Verantwortungsempfinden oder hat sich das alles aufgelöst? Und im letzten Punkt nochmal, in jedem Fall setzt die Zuschreibung von Verantwortung die Annahme einer Handlungsfreiheit und eines wirksamen Einflusses des Handelnden auf das Handlungsergebnis voraus. Das ist ja auch noch eine große ungeklärte Frage. Haben wir eigentlich Handlungsfreiheit und können wir eben selbstbestimmt und mündig darüber bestimmen, was zum Beispiel mit unseren Daten passiert? Können wir eigenverantwortlich handeln? Haben wir diese Handlungsfreiheit? Das sind, glaube ich, wirklich grundsätzliche Fragestellungen, die ganz besonders im letzten Jahr durch die Enthüllung von Edward Snowden auf uns zugekommen sind. Und insofern war für mich persönlich, wie für viele andere auch, war dieser Skandal ein wirklicher Weckruf, sich auf solche grundsätzlichen bürgerrechtlichen Fragen zu besinnen und da Rahmenbedingungen einzuführen, dass unsere Bürgerrechte eben natürlich auch im Netz gelten. Insofern, das Thema ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr aktuell. Andere große Fragen, ne, stellen sich dazu, haben wir eigentlich einen Konsens darüber, was Bürgerrechte im Netz eigentlich bedeuten? Also ich glaube, wir sind bisher und ich zumal besonders seit den 90ern davon ausgegangen, dass es natürlich ganz normal so weitergeht, dass eben die Bürgerrechte und auch die vielleicht ethischen Verabredungen, die wir getroffen haben im Umgang miteinander, dass die natürlich auch im Netz gelten. Aber durch viele auch negative Beispiele, also nicht nur die massenhafte Überwachung, sondern natürlich auch so etwas wie Cybermobbing oder anonyme Kommentare, die sehr verletzend wirken können. Natürlich auch Radikale, die sich übers Netz miteinander verabreden und noch weiter radikalisieren. Also da ist immer wieder die Frage so, was ist eigentlich mein Rechtsraum da drin, was sind eigentlich meine Bürgerrechte und wie gesagt eben nicht nur im juristischen Sinne. Ich will mal ein Beispiel nennen, wie sich die digitale Arbeit heute verändert und dann daran auch überlegen, was haben wir da für Fragen bezüglich der Verantwortung. Das mal ein so als so kursorisches. Wir wissen alle, wir arbeiten heute in Coworking Spaces. Das ist ein Bild aus dem Beta-Haus. Nicht nur, weil wir dann einen günstigen Zugang zu Drucker und ähnlichen Ressourcen haben, sondern weil wir da eben Gleichgesinnte finden, weil wir temporäre Arbeitskontexte vielleicht suchen, weil wir gerne mobil von überall her arbeiten und deswegen arbeiten wir in Coworking Spaces. Unsere digitalen Produkte drucken wir in den Fab Labs auf dem 3D-Drucker aus. Also Fab Labs, die haben ja so eine Karte auch entwickelt, dass es eben weltweit Werkstätten sind, wo man einfach eine komplette digitale Produktionsstraße hat und jeder kann, wie in einem heutigen 2D-Copyshop, in Zukunft eben in 3D seine eigenen Produkte entwickeln. Also das ist ja auch eine sehr spannende Entwicklung, da wiederum diese Dezentralisierung, die sich jetzt ganz ins Materielle mit erschließt. Die Fab Labs sind ja auch unterwegs, also das ist ein Bild von einem Fab Lab Truck, der in den USA unterwegs war. Vom MIT Media Lab ist das Konzept entworfen worden von Neil Gershenfeld. Und das ist ja so ein Kernstück eines Fab Labs, das ist der Rap, der sich selbst replizierende Drucker, also der Drucker, der sich selbst nochmal wieder ausdruckt. Das ist schon ein ganz faszinierendes Stück. Und die Vision hinter den Fab Labs ist ja, dass man nicht nur ein kleines Teil von einem Düsenjet ausdrucken kann, sondern dass man eigentlich einen kompletten Düsenjet ausdruckt, der dann aus dem Drucker direkt herausfliegt. Also da soll die Reise hingehen, so zumindest die Vision des MIT Media Labs. Natürlich gibt es vor Missbrauch keinen Halt. Also irgendein superintelligenter Mensch hat als erstes natürlich diese Technologien genutzt, um einen Open-Source-Plan für eine 3D-gedruckte, voll funktionsfähige Waffe ins Netz zu stellen, den Liberator. Im vergangenen Jahr war das. Und das Ding funktioniert wirklich. Wir haben es im Rahmen einer Ausstellung am MAK in Wien, am Museum für Angewandte Kunst in Wien, in diesem Jahr ausprobiert und das Ding soll funktionieren.
Und hier ist natürlich auch wieder die Frage der Verantwortung. Ist es einfach meine eigene Verantwortung dafür, ob ich das ins Netz stelle? Was sind natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen, die so etwas womöglich eben verbieten, das ins Netz zu stellen? Aber wie ist es eigentlich mit solchen Open-Source-Lizenzen und mit der Missnutzung von Technologien in diesem Kontext? Also quasi die Gegenüberstellung von der vielleicht schönen neuen Arbeitswelt mit dem, was eben natürlich damit auch passieren kann. Und wer hat es verbrochen, wie so vieles im Leben? Star Trek. Der Star Trek hat schon in den, es sieht so ein bisschen nach 70er Jahren aus, vielleicht waren es auch die 80er, hat diese Vision des 3D-Druckers antizipiert. Das ist der Starfleet Replicator aus Star Trek The Next Generation. Und dieser, was auch immer das für einer Klingone oder so, weiß nicht, der druckt sich halt sein ganzes Essen da gerade aus. Also insofern hat natürlich auch Star Trek hier eine Verantwortung, dass sie diese Vision in die Köpfe projiziert hat und das führte natürlich auch, oder eins der vielen Pfade, die dazu führten, dass man eben 3D-Drucktechnologien schon ein ganzes Stück weiterentwickelt hat. Ist das jetzt diese neue, smarte Arbeitswelt? Wir sprechen viel von der Sharing Economy. Ich bin auch ein großer Freund von den Ideen des eben natürlich des frei zugänglichen Wissens, des geteilten Wissens, der Werkzeuge, die, wie ich finde, demokratisiert werden. Das heißt, einfach zugänglich sind. Man braucht nicht unbedingt großes Fachwissen, um mit einem 3D-Drucker umgehen zu können. Es gibt viele Tutorials im Netz. Die Open-Source-Bewegung vertritt sehr stark diesen Gedanken des Gemeinsinns und des gemeinschaftlichen Teils von Ressourcen und der schnelleren Weiterentwicklung, der schnelleren Innovationszyklen. Aber eigentlich auch ein neues Konzept von Gemeinsinn und Gemeinschaft im Netz, was dadurch entsteht. Also man kann es durchaus lesen als ein politisches Statement auch gegen globale Massenproduktion und gegen einen entfesselten Kapitalismus. So zumindest behauptet es auch Jeremy Rifkin in seinem aktuellen Buch. Er spricht ja von der Null-Grenzkosten-Gesellschaft und er prognostiziert, dass sich wirklich ein komplettes alternatives Wirtschaftssystem herausbilden würde durch diese Sharing Economy, die eben zu immer weniger Kosten eigentlich produzieren kann, die dieses Wissen offen miteinander teilt. Und dadurch würden eben Alternativen entwickelt werden. Ich weiß nicht, ob es wirklich so weit kommen wird, dass wir den Tod des Kapitalismus noch feiern werden. Da bin ich etwas skeptisch. Aber auf jeden Fall gibt es eine Alternativkultur, die sich auf der Grundlage von Sharing, von Open Source weiterentwickelt. Ich beobachte selbst in meiner Forschung, und da zeige ich auch noch gleich Beispiele, eine Demokratisierung des Produktionsprozesses. Also wenn wir überall dezentral auch in kleiner Stückzahl produzieren können, sind wir nicht so sehr abhängig von den globalen Verwertungsökonomien. Als Designer ist es das ganz klare Beispiel. Ich habe irgendwie eine tolle Idee, ich entwickle ein schönes Produkt. Dann scheitert es damit meistens dabei, dass ich, wenn ich einen Produzenten finden möchte, dann muss es erstmal eine Stückzahl von 50.000 haben, dass man überhaupt einen Finger hebt. Und das wird natürlich anders dadurch, dass man eben dezentral auch in kleiner Auflage produzieren und adaptieren kann. Die ganze neue smarte Welt des Sharing Economy hat unglaubliche Wachstumsprognosen. Gerade in diesem Jahr kam noch mal eine Statistik heraus, dass eben solche Mobilitätskonzepte wie Carsharing, Bikesharing bis 2020 eben jährlich 35% wachsen werden. Also insofern, da geht schon einiges los. Gleichzeitig sehen wir aber natürlich auch die Schatten dieser neuen smarten Arbeitswelt. Also die Entgrenzung der Arbeit, und die Grenzen des Normalarbeitsverhältnisses. Nur das Normalarbeitsmodell ist ja etwas, was vielleicht auch viele hier im Raum mit Skepsis angucken. Was soll denn das eigentlich heißen? Ne? Dieses 9-to-5 war ja eigentlich gestern der feste Arbeitsort und die festen Rahmenbedingungen haben sich ja für viele einfach schon sehr stark aufgelöst. Wir kennen die neuen digitalen Bohemians, wie man sie ja häufig so schön nennt, oder Mercedes-Benz, die sie mal die urbanen Penner genannt hat. Das sind natürlich die, die im St. Oberholz sitzen und eine Website programmieren für billiges Geld und sich an ihrem Latte Macchiato festhalten. Die einerseits das als totale Freiheit feiern, was ich auch nachvollziehbar finde, dass man eben sagt, ich kann von überall aus arbeiten, ende aber womöglich eben in prekären Lebenssituationen, weil ich mir nicht mal die Krankenversicherung leisten kann. Also das ist quasi die Kehrseite der Medaille. Und dann wiederum die Frage, muss man jetzt eigentlich das System anpassen? Also brauchen wir modulare soziale Sicherungssysteme dafür? Oder schauen wir einfach zu, wie diese neue digitale Arbeit einfach entgrenzt wird und jeder ist seines Glückes Schmied und muss eben eigenverantwortlich schauen, wie er sicherstellt, dass er auch im Alter noch irgendwie ein Auskommen hat? Also wer muss da eigentlich aktiv werden? Im Moment habe ich den Eindruck, dass
auch von politischer Seite da viel zu wenig passiert. Da wird einfach nicht besonders hingeschaut, sondern es wird immer noch so getan, als hätten wir da als Standardmodell eben dieses Normalarbeitsmodell. Und diese digitale Arbeit ist noch viel zu wenig auf der politischen Agenda. Und jeder, der digital arbeitet, viele fallen im Moment durch das klassische Raster, haben sogenannte heterogene Arbeitsbiografien und müssen eben dann selber schauen, wie sie dafür sorgen, dass sie irgendwie in die sozialen Sicherungssysteme reinpassen. Oder sie hoffen darauf, dass es einfach immer so weitergeht, dass man sich von Auftrag zu Auftrag hangelt. Da gibt es jetzt auch aktuelle Statistiken, wie stark diese Freelancer auf Online-Portalen gefragt sind und wie sehr der Markt auch wieder da wächst. Also da sind unglaubliche Zahlen von 70% Wachstum von Unternehmen in einem Jahr, die online mit Online-Freelancern zusammenarbeiten. Über 10.000 Stellen werden im Moment in Deutschland allein im Netz auf Online-Portalen für Freelancer angeboten. Weltweit sind es über 1 Million von Menschen, die als Freelancer online über Portale ihre Arbeit anbieten. Gleichzeitig fragen wir uns natürlich durch die Digitalisierung, entstehen eigentlich wirklich mehr digitale Jobs als quasi sogenannte analoge wegfallen? Das ist ja gerade auch so ein Wettrennen. Wir sehen ja, dass in vielen Branchen einfach ganze Berufsgruppen eingehen und wegfallen. Durch Automatisierung, aber auch dadurch, dass sich einfach Märkte ganz stark verändern. Natürlich auch im Journalismus. Ne? Die Brigitte hat ja gerade ihre komplette Belegschaft gerade mal an die Luft gesetzt und gesagt, wir arbeiten lieber mit den Freelancern zusammen. Also das war, glaube ich, in der Branche auch ein ziemlicher Hammer. Und was kommt eigentlich an digitalen Arbeitsprofilen hinzu? Und wer hat da eigentlich, wenn wir über die nationalen Grenzen hinweg arbeiten und mobil sind, wer hat dann eben noch die Verantwortung dafür, gute Rahmenbedingungen zu schaffen? Das ist eben nicht einfach zu beantworten. Und ich bin ja viel auf europäischer Ebene unterwegs. Da ist das Thema digitale Arbeit sehr präsent und sehr wichtig. Da gibt es auch ein Bündnis für digitale Arbeit, was versucht, die Rahmenbedingungen zu definieren. Was brauche ich eigentlich für Kompetenzen? Was brauche ich eigentlich für eine Weiterbildung auch? Was brauche ich an Rahmenbedingungen, was Arbeitsmobilität anbietet? Aber die Frage ist in der Tat, was wir uns ja wirklich in jahrzehntelanger Arbeit auch in Deutschland erarbeitet haben, was Regulierungen von guter Arbeit angeht, ne? Arbeitsschutz, was haben wir alles, Kündigungsschutz, Lohnfortzahlung, Krankheitsfall, den ganzen Kram, von dem wir ja sehr, sehr stark profitieren. Wer ist dafür jetzt eigentlich verantwortlich, wenn wir sagen, wir sind auf einem globalen Arbeitsmarkt unterwegs und unsere Arbeitskraft wird vermittelt über Online-Plattformen? Also ich bin wahrlich kein Pessimist, was die digitale Gesellschaft angeht, aber es ist doch sehr bedenkenswert, wenn wir solche Entwicklungen sehen. Wo stehen wir da eigentlich? Wo positionieren wir uns? Wo positioniert man sich als Individuum, als vielleicht Online-Arbeitender? Wo positioniert sich die Politik auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene? Was für einen gesellschaftspolitischen Diskurs haben wir eigentlich zu diesen Themen und wie können wir damit umgehen? Gibt es da eigentlich gemeinsame Vorstellungen davon? Insofern ist der Blick da nach Brüssel auch immer ein wichtiger und richtiger, weil alleine in Deutschland eine Insellösung zu machen, ist wahrscheinlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern zumindest auf europäischer Ebene muss man da, glaube ich, auch zu einer gemeinsamen Einstellung kommen, die eben nicht nur juristischer Natur ist, sondern auch fragt, was sind denn eigentlich unsere gemeinsamen Werte? Also was ist unser Wert von guter, auch digitaler Arbeit? Ein zweiter Punkt, wer ist eben verantwortlich in der Gestaltung von Technologien? Gibt es eine verantwortungsbewusste Technologiegestaltung? Also was kommt eigentlich aus der Forschung und Entwicklung in diesem Bereich? Und da habe ich mal ein Beispiel aus meinem Lab mitgebracht, von dem ich gerade komme, von der Universität der Künste, vom Design Research Lab. Da habe ich eben ein Labor mit vielen Designerinnen und Designern und Ingenieurinnen und Ingenieuren, die an Mensch-Technik-Konzepten arbeiten. Und ein Grundsatz bei uns ist, dass wir partizipativ arbeiten. Also hier war ein Beispiel, der Tom Bieling, einer meiner Doktoranden, hat angefangen, erstmal mit Gehörlosen zu arbeiten und dann mit Taubblinden zu arbeiten, weil sie sich überlegt hat, was haben wir eigentlich ein Bild von einer Gesellschaft, wenn wir immer nur die Technologien so gestalten, dass irgendwie ein technikaffiner Nutzer Mitte 30 damit ganz gut klarkommt, aber womöglich eben ganz viele Menschen aufgrund von Alter, aufgrund von weniger technologischen Fähigkeiten, aufgrund davon, dass sie gar keinen Zugang haben oder aufgrund von eben körperlichen Einschränkungen einfach nur ausgeschlossen wird. Ist das eigentlich ein verantwortungsvoller Umgang mit Technologiegestaltung? Und er kam eben zu dem Schluss nein und er arbeitet in seiner Doktorarbeit zum Thema
Disabilities und hat es zusammengezogen mit Design. Design Abilities, also wie hängen eigentlich Design und Disabilities zusammen? Gestaltet nicht Design immer auch Behinderungen mit? Einfach nur, wenn wir keine Rampe bauen oder wenn wir eben Technologie so gestalten, dass man unter bestimmten Voraussetzungen einfach gar keinen Zugang dazu hat. Und er hat Taubblinde eingeladen zu uns ins Lab und hat mit ihnen gesprochen, mit einem Dolmetscher. Was ist eigentlich deren Lebensrealität? Und wir hatten echt keine Ahnung, müssen wir ganz ehrlich zugeben. Und er kam dann mit einer Idee um die Ecke, ihnen ein Hilfsmittel zu entwickeln, das ihre Handsprache, das sogenannte Lorm-Alphabet, in einen Handschuh übersetzt. Also wenn ich taubblind wäre, würde ich ihnen in die Hand hinein buchstabieren, was ich sagen möchte. Und da gibt es so ein Mapping, so A, E, I, O, U und so. Das heißt, sie müssen neben mir sitzen, ne? Ich lorme ihnen in die Hand und sie müssten wissen, wie dieses Mapping funktioniert. Also sie müssten lormen können. Das heißt, wir hätten ziemlich wenig Chance, uns miteinander zu unterhalten. Und das heißt auch gleichzeitig, dass Taubblinde eben meistens nur mit Familienangehörigen oder Therapeuten sprechen können. Technologisch ist es keine große Sache. Man nimmt einfach so einen Handschuh, setzt sich bei uns in die Werkstatt, näht da kleine Textilsensoren drauf, näht auf die andere Seite kleine Vibrationsmotoren, macht ein Bluetooth-Modul dran und dann kann das ganze Ding mit dem Handy kommunizieren. Das heißt, man kann SMS schreiben, E-Mails schreiben, sich E-Books vorlesen lassen. Das heißt, das ist wirklich ein Interface, was inklusiv ist für Taubblinde, die eben Zugang zum Netz haben und Zugang zur digitalen Welt. Und ich habe das mal als kleinen Film mitgebracht, damit man sich es besser vorstellen kann. Who are deafblind do not have many people to talk to. Communication with the outside world is difficult and is often hardly possible. A common way of communication used by deafblind people is the tactile hand-touch alphabet called LORM, in which characters are assigned to a certain area of the hand. Therefore, conversation partners have to be familiar with LORM and physical contact is necessary. These preconditions often lead to social isolation of the deafblind and to a dependence on people relaying information around them. At the Design Research Lab in Berlin, we are developing the mobile LORM glove, a communication device which translates the German LORM alphabet into digital text and vice versa. Pressure-sensitive fabric enables the deafblind user to compose text messages that are transmitted to the receiver's phone or computer. Small vibrating motors located on the back of the glove allow the wearer to perceive incoming messages via vibro-tactile feedback. A Bluetooth module manages the data transmission between the glove and the smartphone of the user. When communicating with a deafblind person, touching the other's hand is no longer the only way to do so. Messages can be sent over distance to other LORM gloves or to mobile phones. Messages can also be sent from mobile phones to gloves. This enables people to talk to more than one person at the same time. The mobile LORM glove empowers deafblind people to engage with a broader spectrum of people and gain access to a broader range of information, thus enhancing their independence. Es ist ein Beispiel, wie man mit relativ einfachen Mitteln der Technologie eben inklusiv arbeiten kann. Sie können der LORM-Hand auch folgen auf Twitter unter @LORM-Hand, weil wir haben eine Installation gemacht für Taubblinde, die sie auf einer Demo eingesetzt haben, dass sie eben diese LORM-Hand genommen haben, um direkt twittern zu können. Und das war ganz großartig, weil sie sich dadurch sehr viel mehr Gehör schaffen konnten. Also man sieht unten einen Tweet, Taubblinde in Isolationshaft, Schluss damit. Und wir haben für dieses Beispiel, hat der Tom Beeling sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Der wurde jetzt gerade bei der Falling Walls Konferenz als Innovator of the Year ausgezeichnet. Da sind wir alle total stolz drauf, dass er das geschafft hat. Und mit so einem Thema, ne, mit so einem Nischenthema. Und ich glaube auch, dass die Taubblinden Community hat uns zumindest zurückgemeldet, dass durch diese mediale Aufmerksamkeit auch für ihre Community sehr, sehr viel mehr passiert. Und dass man überhaupt mal darauf aufmerksam macht, dass es im Moment keine anerkannten Hilfsmittel für Taubblinde gibt, damit sie irgendwie am digitalen Leben, wie in diesem Fall, teilhaben können. Wenn man sowas sieht, und wir arbeiten bei mir im Lab sehr stark partizipativ, wir arbeiten viel mit Demenzpatienten zusammen, mit Senioren und mit Senioren-Computerclubs, aber auch mit Familien. Wir sind einen ganzen August mal nach Neukölln gezogen und haben da mit Kindern und Jugendlichen zum Thema Zukunft der Technologie gearbeitet. Wir haben ein sogenanntes Street Lab da gemacht, um einfach gemeinschaftlich zu gestalten, was sind denn eigentlich deren Perspektiven auf die Zukunft von Technikentwicklung.
Und das wäre doch etwas, könnte man ja relativ leicht daraus ableiten. Warum gibt es denn nicht zumindest so eine Art von Code of Conduct aus der Wissenschaft und Forschung und Entwicklung heraus, dass man mit einem Zielbild einer inklusiven digitalen Gesellschaft arbeitet? Dass man eben versucht, nicht immer nur die Standard sogenannten Zielgruppen im Blick zu haben, sondern dass man eben versucht, ich meine, wenn wir es sogar mit Taubblinden schaffen, dann muss es doch noch viel einfacher sein, mit zum Beispiel mit älteren Menschen oder mit Menschen mit weniger technologischen Fähigkeiten, dass man versucht, eben Zugänge zu schaffen. Das wäre doch mal zumindest ein Statement in Richtung eines verantwortungsbewussten Technologieumgangs oder einer Entwicklungsform. Aber diesen Diskurs vermisse ich auch komplett. Also das scheint irgendwie noch nicht angekommen zu sein, weil die Technologieentwicklung, wenn wir sie im Mediamarkt oder wo auch immer sehen, scheint ja auch relativ gleichgeschaltet zu sein. Also Diversität, Vielfalt scheint da nicht vorzukommen. Ein weiteres Thema, nicht nur aus der Forschung heraus, sondern auch eben wir einfach in unserer Rolle als Bürger. Was ist denn unsere Eigenverantwortung? Wie können wir selbst Verantwortung tragen? Was ist unsere Eigenverantwortung im Umgang mit persönlichen Daten? Das war ja ein ganz großes Thema. Ganz schlimm war natürlich auch im Zuge des NSA-Skandals, dass von politischer Seite einige Akteure eben sagten so, naja, dann meldest du dich halt auf Facebook ab, dann ist das schon irgendwie alles in Ordnung. Ja, da gab es ja einige andere Aussprüche auch, ne? Man müsste irgendwie kein Online-Banking mehr machen, dann wäre das auch schon alles prima. Also das ist schon sehr, sehr hart, was da plötzlich an Verantwortung einfach nur wieder zurückgegeben wurde an den einzelnen Bürger, an die einzelne Bürgerin, dass man nur einfach mit Datensparsamkeit aus dem ganzen Dilemma herauskommen könnte. Und das reicht natürlich nicht. Aber sicherlich ist das auch ein Thema. Also wie können wir eben als mündige Bürger entscheiden, was mit unseren Daten passiert? Und ich habe einfach nur mal so ein bisschen zusammengestellt, was am Tag so von uns ins Netz gestellt wird. Einiges ist privat, also von unserer Privatsphäre her sehr sensibel, anderes weniger, aber fällt schon sehr, sehr viel an. Das ist wirklich so ein willkürlicher Blick jetzt raus. Aber was kann man daraus alles ableiten über uns? Und wie sorglos sind wir sicherlich auch seit den 90er Jahren damit umgegangen, was wir so ins Netz stellen von uns? Gleichzeitig aber gibt es ja, wie ich finde, auch eine ganz großartige Bürgerbewegung, die Open Data propagiert und die eben zum Beispiel sagt, wie hier Code for Germany, das ist eine ganz tolle Initiative, die sagen, Gutes tun mit Daten. Also wir brauchen mehr offene Daten und öffentliche Daten und damit können wir dann eben als Bürger Tolles erreichen. Hier ein Beispiel, das sieht zwar noch nicht so ganz toll aus, das Ding, aber es ist ein erster Prototyp vom OK-Lab Ulm von der Open Knowledge Foundation. Im Rahmen von Code for Germany haben die sich mit der Ulmer Verwaltung zusammengesetzt, haben die offenen Daten zum Thema Kita-Plätze aufgenommen und haben daraus hier so eine kleine Mapping-Application gebaut, wo man einfach nur sieht, wo gibt es noch freie Kita-Plätze und wo nicht. Vielleicht haben einige von Ihnen selbst die leidvolle Erfahrung gemacht, wie schwierig es ist, dass man da irgendwie dauernd anrufen muss bei den einzelnen Kitas, auf irgendwelchen Wartelisten sitzt und alles ganz furchtbar ist. Und warum gibt es nicht solche einfachen Bürgerservices? Und das haben sich eben die OK Labs, die in ganz Deutschland unterwegs sind, zum Ziel gesetzt. Die haben zum Beispiel auch Pläne gemacht, wo barrierefreie Zugänge zu öffentlichem Nahverkehr zu finden sind und anderes mehr. Also sie haben ganz stark diesen Begriff des bürgerschaftlichen Engagements ernst genommen und auf der Grundlage von offenen Daten, von Open Data, haben sie solche Bürgerservices entwickelt. Und das finde ich toll, finde ich großartig. Die Open Knowledge Foundation steht dahinter. Und hier sieht man an diesem kleinen Screenshot nur, welche Themen sie am Start haben. Also wirklich so die Global Challenges. Wie können wir eigentlich als eigenverantwortliche Bürgerinnen und Bürger im Netz selbst etwas dazu beitragen, dass wir eben den globalen Herausforderungen begegnen können? Sie sprechen hier von den Bürgerinnen und Bürgern von einer Democratic Accountability and Governance. Also sie sind so sehr stark an dem Begriff auch des Empowerments, der Selbstermächtigung interessiert. Und gibt es nicht vielleicht eine Art von ja, Bürgerschaftssinn, der durch das Netz und durch Technologien noch verstärkt werden kann und dadurch noch stärker skalierbar ist, wie jetzt in diesem Beispiel dieser Services, die sie entwickelt haben. Also da die nicht nur der eigenverantwortliche Umgang mit Daten, sondern vielmehr die eigene Gestaltungskompetenz mit Daten, die im Gemeinsinn und dem Gemeinwohl zugutekommen. Das ist eine Art von wirklich bürgerschaftlichem Engagement, den es im Netz sehr, sehr viel gibt und der für mich sehr stark verbunden ist mit der Open Data Bürgerbewegung, wie man sie nennen könnte. Und das ist ein sehr schönes
positives Beispiel, was auch der ganzen negativ konnotierten Big Data Debatte sehr schön gegenübersteht, leider von der sehr stark verdeckt wird. Also es berichten ja wenig Zeitungen zum Beispiel über Open Data, über die Chancen und Potenziale für ein neues bürgerschaftliches Engagement und berichten sehr viel mehr darüber, dass Big Data irgendwie das neue Böse ist und ist alles irgendwie ganz schrecklich. Das wäre schön, wenn wir das mehr differenzieren würden. Hier haben wir eben auch wieder die politischen Akteure und deren Verantwortung, der sie, wie ich finde, nicht immer nachkommen. Also zum Beispiel eine Bestimmung der ethischen Grenzen von Big Data, das wäre etwas, was dringend ansteht. Und natürlich eine Eindämmung der massenhaften Überwachung personenbezogener Daten. Was ich beobachte, man liest ja viel in den Feuilletons über Big Data, aber eben meistens in diesem negativen Ton. Was schon krass ist, finde ich, dass das Gefühl mich beschleicht, dass die NSA-Debatte dadurch, dass sie so wenig fassbare Konsequenzen hatte, also es ist ja kaum irgendwie zu spüren, dass dort wirklich Grenzen eingezogen werden würden und dass da jemand Verantwortung übernehmen würde und sagen würden, okay, wir müssen da einen Riegel vorschieben, wir müssen es schaffen, dass man eben die Bürgerrechte einhalten kann. Dadurch hat sich, glaube ich, diese Debatte verlagert auf Daten insgesamt. Ne? Also wir wissen irgendwie, wo gegen die Überwachung können wir nichts machen. Deswegen ist sie quasi so ein bisschen um die Ecke gebogen, die Debatte, und konzentriert sich jetzt auf Big Data und auf die großen Konzerne. Ne? Google-Bashing ist ja auch irgendwie ziemlich Mode gerade. Und das ist schon schade. Ich meine, die Debatte ist wichtig über Big Data auch, aber die muss natürlich auch differenziert geführt werden. Und dieses Umlenken, dieses ja vielleicht auch dieser Ohnmacht, die viele von uns fühlen, auf insgesamt die Nutzung von Daten ist sehr kritisch zu betrachten, weil ohne Big Data werden wir die Energiewende überhaupt nicht hinbekommen. Es ist ganz klar, wir brauchen die Analyse von großen Datenmengen, wir brauchen Smart Grids, um einfach die unterschiedlichen Energiequellen, mit denen wir in Zukunft zu tun haben werden, die speisen unterschiedlich ein und natürlich muss das ausgeglichen werden. Wir profitieren alle von Big Data, wenn wir mit unserer Navigations-App durch die Straßen fahren und einfach umgeleitet werden um den Stau herum. Wir würden auch profitieren von Big Data in der Medizinforschung zum Beispiel, wenn anonymisierte Daten von Krebspatienten im großen Stil ausgewertet werden können und dann eben wiederum die Forschung befeuern können und besser informieren können. Also wir haben da wirklich ganz große Potenziale, aber im Moment driftet diese Debatte so in so eine Angst- und Ohnmachtshaltung hinein, die für uns sehr, sehr schädlich ist. Und ich glaube deswegen, weil hier zu wenig Verantwortung übernommen wurde und weil man auch wirklich verantwortungsbewusst definieren muss, Chancen von Open Data, Grenzen, aber auch Potenziale von Big Data, Grenzen von der Nutzung von personenbezogenen Daten. Von der Wirtschaftsseite erwarten wir uns natürlich auch mehr. Das kennen viele von uns auch hier im Raum. Die Frage, warum gibt es nicht ein Recht auf Transparenz über Datennutzung? Und ist das entweder eine politische Forderung, die man im rechtlichen Rahmen aufstellen müsste, als auch eine Forderung an die Unternehmen? Ich möchte gerne transparent und verständlich dargestellt bekommen, was passiert eigentlich mit meinen Daten? Und mit einer klaren Opt-out-Funktionalität, dass so etwas wie, ne, wenn ich mein Facebook-Profil lösche, ist es natürlich noch lange nicht gelöscht, sondern es wabert irgendwie weiterhin durchs Netz. Und ich habe vorher ja mal irgendwo auf Accept gedrückt, was ich mir natürlich nicht vorgelesen habe, dass meine Daten, die ich dort hochgeladen habe, quasi in den Besitz von Facebook übergehen. Das ist etwas, wo wir einfach nicht genug mit Macht dahinter stehen, um zu sagen, ich habe eben ein Recht auf Transparenz und auf eine mündige Entscheidung darüber, was mit meinen Daten eigentlich passiert. Und da müssten wir hinkommen. Es ist ja in Ordnung, wenn man soziale Netzwerke viel nutzt und wenn man sagt, mir ist die Privatsphäre vielleicht weniger wichtig, mir ist die Kommunikation und Vernetzung wichtiger. Das ist ja eine komplett okaye Haltung, aber das muss ich eben bewusst entscheiden können und ich glaube, da sind wir noch nicht. Frage auch im Rahmen der Bitkom war ja auch immer wieder, ne, ist Datenschutz nicht vielleicht in Deutschland und in Europa ein USP, so eine Unique Selling Proposition, ein Alleinstellungsmerkmal? Ist es nicht etwas, wenn wir sagen können, Produkte, die aus Deutschland kommen, aus Europa kommen, halten eben sich an die Rechte der Bürgerinnen und Bürger, haben einen Datenschutz als Grundeinstellung, als haben ein Recht auf Transparenz über die Datennutzung. Also es wäre ja alles denkbar, es wäre ja auch alles gestaltbar und machbar, sogar als ein Wirtschaftswachstum oder als ein Produkt, was eben Wirtschaftswachstum ermöglicht. Also diese Definition oder diesen Weg sollten wir ausprobieren, sollten wir beschreiten. Ich glaube, da wären große Chancen da. Zur Zusammenfassung, was sind unsere Herausforderungen? Wir müssen erstmal die Akteure der Verantwortlichkeit definieren. Das hatten wir eben am Anfang auch schon gesagt, wer ist eigentlich im Netz wofür
verantwortlich? Was ist da eigentlich das Beziehungsgeflecht zwischen den nationalen Grenzen, zwischen internationalen Verabredungen? Brauchen wir nicht da nochmal die Klärung des Rechtsrahmens auf der Ebene des Völkerrechts? Das war ja auch im Koalitionsvertrag verankert worden, dass wir zu einem Völkerrecht des Netzes kommen müssen, weil wir natürlich supranational hier agieren. Das wird nur ein Baustein in einem kompletten Konzept sein können, aber ich glaube, auf dieser Ebene müssen wir zu einer Einigung kommen, dass man sich auch mit anderen großen Partnern, mit den USA, mit China zum Beispiel hinsetzt und sagt, wir müssen dafür einstehen, eben, dass Bürgerrechte im Netz gelten, und muss es nicht vielleicht auf UN-Ebene eine Ombudsperson geben, wo man bei Rechtsverletzungen im Netz, an denen man sich wenden kann, ja, also wo man quasi diese Instanz hat, die ich in der Definition am Anfang gebracht habe, an die ich mich wenden kann überhaupt, wenn Rechtsverletzungen im Netz passieren, wo ich die Verantwortlichkeit quasi einklagen kann, wo ich Konsequenzen fordern kann, wo ich weiß, dass ich diesen Handlungsspielraum auch habe, weil im Moment sind wir ja relativ ohnmächtig in dieser Hinsicht. Wir dürfen in diese ganze Diskussion eben nicht nur digitale Eliten einbeziehen. Also ich glaube, der ganze Diskurs um Netzpolitik, um Datennutzung, auch um Open Data und diese Bürgerrechtsbewegung ist im Moment leider sehr beschränkt auf die sogenannte digitale Eliten, und das darf es nicht bleiben. Also es wäre schon sehr, sehr wichtig, dass wir da eben ganz viele unterschiedliche Menschen mit an Bord holen und auch deren Verständnis oder Unverständnis dem auch begegnen und einfach anfangen, da gemeinsam das Ganze zu gestalten. Data Literacy ist international ein sehr wichtiger Begriff, den haben wir noch kaum für uns entdeckt, und ich habe auch Schwierigkeiten, ihn zu übersetzen. Also Data Literacy wäre ja so die Möglichkeit und die Kenntnisse, die Fähigkeiten, mündig mit Daten umzugehen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir schon ab der Schule lehren sollten. Also nicht nur Programmierkenntnisse, was sicherlich auch wichtig ist, aber insgesamt so, ne, was sind eigentlich meine persönlichen Daten? Was ist mein Datenschatten? Was produziere ich eigentlich und hinterlasse ich an Daten im Netz? Und ist das meine willentliche Entscheidung gewesen oder ist mir das eigentlich nur unterlaufen? Also ist das quasi eine Konsequenz aus meinem Online-Leben, die ich bewusst eingegangen bin, oder was passiert da eigentlich gerade? Also Data Literacy sollte sehr viel stärker auf die bildungspolitische Agenda gesetzt werden. Wir brauchen eine differenzierte Debatte über die technologische Entwicklung, gerade auch im Hinblick auf eine Datenpolitik, eben nicht alle Daten in einen Topf zu werfen, sondern da wirklich genau zu schauen, wo entstehen eigentlich welche Herausforderungen an unsere Privatsphäre, an unser Handeln, an unsere mündige Entscheidung oder eben an einen rechtspolitischen Rahmen. Und das Ziel, die klare Zielsetzung muss eben sein, als mündiger Bürger im Netz handeln zu können, handlungsfähig zu sein, eine Instanz zu haben, an die ich mich wenden kann, wenn mir Unrecht geschieht, und als auf politischer Seite natürlich auch da Verantwortung zu übernehmen, was das Netz angeht, und sich nicht daraus zurückzuziehen. Was ich mir von Ihnen wünsche, weil Sie verbringen ja den ganzen Tag jetzt auch hier mit diesem Thema, ich bin sehr gespannt auf Ihre Beiträge und Antworten, vielleicht zu vielen Fragen natürlich, die ich hier gestellt habe. Das wäre natürlich super, wenn Sie mir die alle beantworten können. Aber sicherlich sowas Konkretes wie, ne, was sind die ethischen Grenzen der Nutzung von Daten? Wie definieren wir unsere Privatsphäre heute? Das ist echt keine triviale Frage, weil wir können auch schwierig immer Privatsphäre einfordern, wenn wir durch unsere alltägliche Praxis das Ganze immer wieder unterlaufen, indem wir einfach alles über uns ins Netz stellen. Das ist ein schwieriger Grad, und ich bin sicherlich kein Anhänger davon zu sagen, wir sind in der Post-Privacy-Era, wir würden einfach sagen, die Privatsphäre war gestern. Das denke ich sicherlich nicht, aber ich glaube, dass dieser Begriff von Privatsphäre, der irgendwann mal geprägt wurde, als wir noch klar trennen konnten, ne, was ist mein privater Bereich, was ist mein öffentlicher Bereich, das geht heute nicht mehr so einfach. Insofern brauchen wir da auch eine neue Definition davon, was privat heute eigentlich heißt. Und ganz großes Thema, ne, welche gemeinsamen Werte tragen uns denn in einer vernetzten Gesellschaft? Und Verantwortung ist schon einer der wichtigen Begriffe in dieser Diskussion. Insofern tragen Sie mit dieser Veranstaltung schon bei zur Beantwortung dieser Frage. Und das begrüße ich sehr, dass Sie sich damit beschäftigen. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Komm mal so ein bisschen hier an die Seite. Also ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Fragen. Nichtsdestotrotz wende ich mich auch nochmal an Sie mit der Bitte oder mit der Aufforderung, wenn Sie noch Fragen haben oder wenn Sie Antworten auf die Fragen von Frau Joost haben, dann können Sie das jetzt tun. Wir haben gerade beschlossen, dass wir den ganzen Zeitrahmen um 15 Minuten nach hinten schieben. Das heißt, Essen gibt's auch erst in 10 Minuten. Sie können noch ganz beruhigt hier sitzen bleiben. Und gleich hier vorne ist die erste Frage.
Bitte mit dem Mikro, Herr Stopnienko. Und da hinten ist dann auch die zweite. Und da ist die dritte, okay. Fangen wir hier vorne an. Hallo, Rainer Rehak vom Pfiff. Ich habe mal eine Bitte, ob Sie vielleicht einen bestimmten Punkt noch weiter ausführen können. Und zwar, Verantwortung ist ja auch immer eine individuelle Frage, wie Sie auch ausgeführt haben, dass der Einzelne entscheiden kann und ordentlich handeln kann. Aber gerade im Netz ist es ja so, wenn ich mich zum Beispiel für einen bestimmten E-Mail-Anbieter entscheide, dann heißt das natürlich, dass ich mit dieser Entscheidung alle, die mir eine E-Mail schreiben wollen, mit hineinziehe. Und dadurch entstehen natürlich auch bei vielen Sachen im Netz, egal ob es so soziale Netzwerke sind oder andere Dinge, die man teilt, entstehen eben so gesellschaftliche Effekte. Und da kann man natürlich dem Einzelnen nicht mehr sagen, naja, du musst es jetzt bilateral mit dem jeweiligen Anbieter ausmachen, weil das einfach schlicht nicht geht. Vielleicht können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und die beiden anderen Fragen sammeln wir auch gleich noch mit ein. Da hinten der Herr, wenn Sie kurz Ihren Namen nennen und dann die Frage stellen. Das Mikro ist nicht an? Jetzt ja. Jetzt ist es ja. Man hört mich ja. Okay, danke. Ich sehe in dieser Verantwortungsfrage, ja, sehe ich natürlich unbedingt die Notwendigkeit, dass wir Alternativen anbieten müssen. Wir können nicht erwarten, dass Unternehmen, die einem anderen Rechtssystem verpflichtet sind, unsere Verpflichtungen eingehen, die wir in unserer Gesellschaft rechtlich beschlossen haben. Deshalb hier natürlich auch, hier sind eigentlich alle gefordert, sowohl die Unternehmen wie auch der Staat, der gewisse Unternehmen, insbesondere Start-ups, haben wir heute Morgen in der Parallelsession da gehabt, ja, dass hier Start-ups mit neuen Ideen gerade für diese Frage auch eine Chance haben, auf die Beine zu kommen. Und Sie haben es ja dankenswerterweise auch vorhin angesprochen, wir müssen aus den deutschen Grenzen müssen wir etwas herausdenken, mindestens auf europäischer Ebene, damit eben auch solche Entwicklungen, die hierzu notwendig sind, Alternativen zu den großen dominanten Unternehmen, ja, die alle aus USA kommen, die ich auch alles sehr schätze, auch deren Services, um das gleich hier deutlich zu machen. Ja. Aber Alternativen können wir nur entwickeln, wenn wir auch die entsprechenden Märkte haben. Und da brauchen wir auch vergleichbare Hilfen, wie sie diesen Unternehmen zur Verfügung gestanden haben. Die Milliardeninvestitionen, ja, gut, aus den Militärbudgets bekommen haben, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Und ich habe sogar konkrete Vorschläge. Vielen Dank, ja. Ja, noch die dritte Frage. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Ja, Martin Zisilski, ich komme aus dem Bankenkontext. Und meine Frage ist ganz konkret bezüglich auch Ihrer Verantwortung. Ich finde, über Ihren Vortrag, oder warum haben Sie die Gefahr so runtergespielt? Weil der Datenhandschuh ist nett. Aber wenn man zum Beispiel auch das Buch von Ihrer Kollegin Frau Hufstetter, ich weiß nicht, ob sie Kollegin ist, aber liest, dann sieht man, wie diese ganze Big Data und Artificial Intelligence Technology aus dem Militärbereich gekommen ist und im Bankenbereich mittlerweile für Komplexitäten sorgt. Die können wir uns gar nicht mehr vorstellen. So ein netter Datenhandschuh, den kann man sich noch vorstellen, aber ich finde, der trivialisiert leider die Thematik zu sehr. Was in Big Data gerade passiert, in der Größenordnung, in der Komplexität, in der Dynamik, ist mittlerweile vielleicht gar nicht mehr so begreifbar und handhabbar, wie Sie es dargestellt haben. Und deswegen möchte ich den Ball an Sie zurückspielen. Warum haben Sie in Ihrer Präsentation die Gefahren runtergespielt und nicht noch mehr eigentlich dramatisiert, was ich für wichtiger hielte an der Stelle? Das haben Sie ja jetzt netterweise übernommen mit dem Dramatisieren. Ich glaube, dass wir diesen Dramatisierungsdiskurs haben wir schon ziemlich lange und der passiert im kompletten Feuilleton die ganze Zeit. Und ich glaube, wenn wir weiterhin nur auf die Dramatisierung spielen, dann kippt uns die komplette Debatte über die digitale Gesellschaft so richtig ins Negative. Und das ist doch das, was gerade passiert. Und das darf nicht passieren. Wir dürfen nicht nur sagen, Big Data ist eben das neue Böse, was eben die viele Kolleginnen im Feuilleton schreiben und Kollegen. Und alle haben plötzlich Angst. Wir haben die Zahlen das auch in der Bitkom-Studie gerade gesehen. 70% der Nutzerinnen und Nutzer haben Angst, im Internet unterwegs zu sein, weil etwas mit ihren Daten passiert. Natürlich ist das die Faktenlage. Aber wenn wir es nicht schaffen, einen Chancendiskurs gleichzeitig hochzuziehen, und das habe ich ja versucht, ich habe ja beide Seiten gezeigt, dann kippt uns einfach die komplette Frage, wie gestalten wir eigentlich eine inklusive digitale Gesellschaft, von der wir alle profitieren können, wie gestalten wir die gemeinschaftlich? Und ich finde es wirklich negativ, wenn Sie sagen, oh Gott, man spielt die Gefahren runter. Überhaupt nicht. Den Vorwurf können Sie sich gerne in die Hosentasche stecken. Das gilt bei mir wirklich, das trifft mich nicht, weil ich genau weiß, was die Gefahren dahinter sind. Aber ich glaube wirklich, wir dürfen diesen Diskurs nicht nur negativ führen.
Zu den anderen beiden Fragen, die sind ja auch sehr, sehr spannende, wenn man eben sagt, wir dürfen uns nicht nur auf Deutschland kaprizieren und die Frage, ne, wer sind eigentlich die globalen Player dahinter, das ist sicherlich eine große europäische Fragestellung. Die Thematik ist in Europa sehr stark angekommen. Wir versuchen ja, oder auch Kommissar Oettinger hat sich nochmal dazu bekannt, dass er eben den digitalen Single Market ausgestalten möchte und da wirklich versucht, Grenzen noch weiter abzubauen, dass wir in ganz Europa eben nicht nur einen gemeinsamen Rechtsrahmen haben, sondern eben auch einen gemeinsamen marktwirtschaftlichen Rahmen, dass eben Unternehmen nicht nur jetzt hier in Deutschland eben ihre Waren, Produkte, Dienstleistungen anbieten können, sondern zumindest in ganz Europa. Eine zweite wichtige Entwicklung ist die Datenschutzgrundverordnung, die ja im kommenden Jahr nun wirklich verabschiedet werden soll. Und da ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt drin, das sogenannte Marktortprinzip. Das soll eben regeln, dass wenn internationale Konzerne hier in Deutschland ihre Dienste anbieten, dann gilt eben auch das Recht unseres Landes von Europa oder eben von Deutschland. Also dass man quasi den Marktort dann annimmt als den Rechtsrahmen. Und das ist etwas, was nicht nur eben in der Datenschutzgrundverordnung den gesamten Datenschutz hochziehen wird in Europa, was sehr, sehr wichtig ist, sondern eben auch solche supranationalen Fragen ein Stück weit klären wird. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger rechtlicher Schritt in die richtige Richtung. Was Sie angesprochen haben, ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr spannend. Und das ist vielleicht auch nochmal ein substanzieller Unterschied, was Verantwortlichkeiten halt im digitalen Raum angeht, weil wir eben, ja, vielleicht könnte man sie eben so Crowd-Phänomene nennen. Ein Beispiel davon, als WhatsApp eben gekauft wurde, haben ja viele zumindest überlegt, zu wechseln. Viele haben es auch getan. Also wir in meinem Lab haben auch zu Threema gewechselt. Gleichzeitig sehen wir aber, dass viele einfach nur auf WhatsApp geblieben sind. Insofern ist genau die richtige Frage, was nützt es, wenn ich mich auf Threema jetzt tummle, aber irgendwie meine Community ist weiterhin auf WhatsApp geblieben. Insofern ist es sicherlich auch das falsche politische Signal, wie ich auch sagte, einfach nur die Verantwortung zurückzudelegieren an den einzelnen Nutzer, sondern eigentlich darauf aufmerksam machen muss, dass es eben größere Kontexte sind von Zusammenhängen, die stattfinden. Und ich glaube auch, da müssen wir einfach mit mehr Aufklärungsarbeit gegen angehen, weil im Moment durchschauen das, glaube ich, nur relativ wenige, die vielleicht zu dieser digitalen Elite gehören. Und ja, das ist sehr, sehr wichtig, das zu klären. Ja, ich schaue nochmal hier. Gibt es noch eine Frage? Ein bisschen, deswegen gucke ich dauernd auf die Uhr, aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Wenn wir sie schon mal hier haben, dann wollen wir sie nicht auch so schnell gehen lassen. Ja, hallo, Andrea Nienhaus ist mein Name und mich würde interessieren, wer Ihrer Meinung nach ganz konkrete Akteure der Verantwortlichkeit sein können, sind. Dort ist noch eine Frage. Und da hinten ist noch eine, die drei nehmen wir nochmal. Wer mein Name, obwohl Sie dankenswerterweise ein bisschen Optimismus reingebracht haben und es eben nicht in seiner Schwierigkeit nochmal so betont haben. Ich habe Ihren strategischen Gedanken natürlich erfasst. Möchte ich doch Sie bitten, vielleicht doch auf die Frage nochmal einzugehen, nämlich kann es sein, dass wir aber tatsächlich in dieser, ich erlebe um mich herum schon viel Orientierungslosigkeit, Unmacht, Hilflosigkeit, Sie ergänzen das sogar mit Rechtlosigkeit. Deswegen frage ich, in Deutschland habe ich erfahren, wenn solche Zustände herrschen, dass man anfängt, Opfergruppen zu bilden. Sind wir in diesem Stadium? Danke. Und noch die Frage, der Herr im grünen Hemd. Ja, guten Tag, Jannik Franken. Danke für Ihre Ausführungen. Ich habe auch vor allen Dingen sehr wohlwollend begrüßt, dass Sie zum Beispiel im Forschungskontext auf den Mehrwert von Big Data hingewiesen haben. Und meine Frage dazu wäre, oder mein Eindruck zunächst ist, dass wir so einen Diskurs der zwei Geschwindigkeiten erleben. Es geht so um Selbstekel rum im Zuge der ganzen NSA-Kiste. Gleichzeitig, wenn man sich dem Thema technologisch wirklich nähert, ist der Mehrwert, wie Sie ja zum Beispiel da mit der Krebsforschung aufgezeigt haben, eigentlich auch jedem klar erkennbar. Die zwei konkreten Fragen dazu. Forscht dazu zum Beispiel in Ihrem Kontext jemand, wie man so einen Diskurs entsprechend führen musste, was für Normen man da setzen müsste und was wäre Ihrer Ansicht nach, um so einen Diskurs breiter zu führen, möglicherweise die richtige Plattform? Ich fange mal mit Ihrer Frage an. Ein ganz konkretes Beispiel. Ich war beim, bisschen fancy Title, aber beim transatlantischen Cyberdialog im Außenministerium eingeladen, wo eben ein Dialog mit den USA gestartet wurde. Und da wurde der sogenannte Podesta Report vorgestellt. Das war ein Report, der
im vergangenen Jahr war das, glaube ich, schon, ich glaube 2013, von Obama in Auftrag gegeben wurde. Und John Podesta hat diesen Report verfasst. Und es geht da genau darum, aufzuzeigen, was sind die Risiken von Big Data, was sind die Chancen von Big Data, wie steht es mit der Verfügungstellung, zur Verfügungstellung von Open Data, was sind Grenzen der Privatsphäre. Und so eine Art von Report, der jetzt für den US-amerikanischen Kontext entwickelt wurde, sowas brauchen wir, finde ich, sehr, sehr dringend hier, um einfach Klarheit zu schaffen, sowohl was die technologischen Fakten angeht, als auch was gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen und eben ethische Grenzen angeht. Das ist etwas, was ich versuche auch gerade mit dem Wirtschaftsministerium gemeinsam zu entwickeln, dass wir da mal solche Rahmensetzungen eigentlich haben. Das so als ein Beispiel vielleicht. Opfergruppen, dann das wäre natürlich krass, wenn wir schon so weit wären, dann hätten wir ja eigentlich schon aufgegeben und würden uns eben als Opfer titulieren. Da würde ich natürlich sehr vehement widersprechen wollen. Also ich glaube, was ja stark passiert ist, auch von politischer Seite aus, ist, dass erkannt wird, dass Digitalisierung einfach eben einen fundamentalen Wechsel in all unseren Lebensbereichen mit sich bringt und dass die digitale Agenda, auch wenn sie vielleicht noch nicht in allen Bereichen wirklich ausgereift ist, aber schon mal ein erster Schritt ist, dass so eine digitale Agenda vorgelegt wurde und dass wir jetzt eben verschiedene Ministerien haben, die sich damit auseinandersetzen. Also ich bin da schon sehr guter Hoffnung, dass da einiges mehr passieren wird in den nächsten Jahren. Und auf europäischer Ebene muss ich sagen, ist es noch mal sehr viel stärker ein Thema. Also die Digitalisierung wird als einer der großen Wachstumsmotoren für eine vielleicht eben ansonsten eher lahmende Wirtschaft im europäischen Raum gesehen. Und da werden wirklich stark die Weichen dafür gestellt, dass man eben nicht nur ökonomisch davon profitieren kann, was digital möglich ist, sondern eben auch die richtigen Rahmenbedingungen schafft. Ich glaube, die Politik ist einfach relativ spät dran. Das ist sicherlich so und hat nochmal eine Beschleunigung dadurch bekommen, dass wir jetzt die starke Debatte um Datennutzung haben. Und das ist ja auch richtig so. Aber das Internet war nie irgendwie eine Art von rechtsfreiem Raum oder so. Das müssen wir uns nicht vorstellen, sondern gelten natürlich auch die ganz normalen Rechtsprechungen und man hat da auch Durchgriffsmacht. Aber wir kommen eben an Grenzen dieser Durchschlagskraft, weil wir eben von so einem supranationalen Raum ausgehen. Und deswegen muss einfach ein neues politisches Verständnis ergänzend zu dem, was besteht, schon entwickelt werden. Und da sind, glaube ich, eben gerade alle mit dran. Und wir merken ja auch, wenn wir mit vielen Wirtschaftsvertretern auch in Deutschland sprechen, mit den großen Konzernen, dass sie sich dessen bewusst sind. Die sind ja auch nicht irgendwie doof oder so. Ne? Sie arbeiten natürlich auch daran, dass man seine Privatsphäre-Einstellungen begreifen kann, dass man da eben einstellen kann, was man gerne teilen möchte und was nicht. Also sie kommen natürlich dieser Debatte auch entgegen, weil sie ansonsten auch aus dem Spiel raus wären. Also ich glaube, da sind wirklich die verschiedenen Akteure unterwegs. Und das wäre auch schon ein Anfang für die Beantwortung Ihrer Frage, wenn man eben sagt, wer sind die Akteure? Also hat man erstmal als Gruppen sicherlich Politik, Zivilgesellschaft, den Bürger als Individuum, erstmal so als große Gruppen. Und dann müsste man also von der Regierungsseite her, ist es ja im Moment so von den Verantwortlichkeiten her, auf drei Ministerien verteilt, ne, das Innenministerium, das Wirtschaftsministerium und das Verkehrs- und Infrastrukturministerium, die schreiben eben an der digitalen Agenda. Aber beim Heiko Maas im Justizministerium haben wir jetzt gerade in der letzten Woche einen Verbraucherrat gestartet und da wird eins meiner Themen, weil ich bin mit dabei in diesem Verbraucherrat, wird eins meiner Themen sein, Verbraucherschutz im digitalen oder Verbraucherfragen, sagen wir mal lieber, im digitalen Raum und was sind eben rechtliche Rahmenbedingungen dafür, wie ich als Nutzer im Netz unterwegs bin. Datenschutz wird da eins der ganz großen Themen sein. Insofern sind da wirklich schon viele auch unterwegs. Die Medien haben eine wichtige Rolle bei der Gestaltung und auch bei der darauf aufmerksam zu machen, welche Brisanz das Thema hat. Ich glaube, die Medien sind da am weitesten. Also die haben einfach wirklich den Diskurs angetrieben und das ist ja auch richtig so. Insofern ist da auch die Politik in Zugzwang und ist auch da schon sehr viel unterwegs. Und ich glaube, das wird vielleicht ein bisschen dauern, aber ich glaube, da werden auf jeden Fall Lösungen gerade im Bereich Datenschutz, Datenpolitik in nächster Zeit erwartbar sein. Ja, Frau Professor Joost, ganz, ganz herzlichen Dank für das, was Sie so kompakt in so kurzer Zeit rübergebracht haben. Ganz herzlichen Dank an Sie für Ihre Fragen und wir können auch weitere Fragen stellen und beantworten. Ich weiß nicht, ob Sie noch ein bisschen Zeit haben. Direkt im Anschluss gibt es jetzt nämlich unten einen kleinen Imbiss. Wir sind 15 Minuten im Verzug, das heißt, wir fangen
auch 15 Minuten später nachher wieder hier an mit der zweiten Keynote-Speakerin. Das ist Frau Professor Dr. Jutta Weber. 12.45 Uhr geht es hier dann weiter mit The Fear of Not Being Watched, Big Data, Social Media Surveillance and Techno Security. Hier vor der Tür finden Sie, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, den Informationsstand Deutschland Sicherheit im Netz. Also auch dort können Sie sich Tipps für Verbraucher abholen. Nochmal ganz herzlichen Dank und ich sage jetzt erstmal guten Appetit.